Hallo Freunde, willkommen zurück bei Zenith. Wir sind dabei, diesen Sammelgolem zu suchen. Genau, weil es kann ja nicht einfach sein, dass wir einfach aufs Schiff steigen und losfahren. Nein, wir müssen erst noch irgendwelche Kristalle suchen. Naja, mal gucken. Da soll ja also irgendwie wohl bei so einem Turm da oben sein. Aber wir kommen von hier aus, oder? Na, ich denke mal, du musst hier den Weg hochlaufen. Wahrscheinlich. Ja, das kann sein. Aber hier kommen wir nicht hin. Ja, super, da schlägt alle 5 Sekunden Blitz ein. Ist genau der Ort, wo ich jetzt hingehen wollen würde. Auf jeden Fall, perfekt. Da will ich auch hin. Ja, hier kommen wir. Hier kommen wir jedenfalls nicht hoch. Guck da bei der Lampe. Ja, kann sein. Obwohl, da sind wir, glaube ich, vorher hergekommen. Aber wir gucken mal. Na, du sollst da langlaufen. Nicht auf die Steine. Der Shooter Argus hat ein bisschen zu viel getrunken, glaube ich. Das könnte sein. Zumal der jetzt hier nirgendwo hochkommt. Ach, da müssen wir lang. So. Ich bin mir aber nicht sicher. Ach, das ist doch dieser Pilzspucker. Ja, und da sind sie schon wieder. Na. Komm, nicht weglaufen. So, dann schauen wir mal. Ach, Spinnen, Pilze. Ja, ich bin mir gerade auch nicht sicher, ob wir jetzt wieder zurücklaufen. Weil wir laufen, ja, das ist es nämlich. Wir laufen hier wieder zurück anstatt. Ja. Anstatt zu dem Turm, schätze ich. Also von daher schauen wir doch erst noch mal lieber unten da. Vielleicht können wir ja über den Strand laufen. Da unten ist ja auch ein Tor. Ja, Probleme. Ich glaube, vom Haus selber kommt man da nicht hin. Ich vermute, dass der Golem, den Brecker in ihren Notizen erwähnt, hier lang gegangen ist. Also Sinn. Was für ein schöner Tag für einen Spaziergang am Strand. Ja. Ja, absolut. Obwohl man ja bei einem Nordseeurlaub sagt, das Wetter wäre egal, Hauptsache Strand. Ja. Das ist aber hier. Ist aber auch kein wirklich schöner Sandstrand, nicht so wirklich. Nein. Ah! Autsch. Golem, Pilze. Was macht ein Pilz am Strand? Ich habe noch nie einen Pilz am Strand gesehen. Ich auch nicht. Hui, da bist du aber geflitzt. Ja. Aber wie viele denn noch von den blöden Becherpilzen hier? Oh nein. Super. Die haben dich vergiftet. Na super. Du wurdest gepilzt. Ja, ich habe einen schlimmen einen schlimmen Pilz habe ich gekriegt. Ja, das kennen wir ja schon. Ja, wir vermuten das auch. Also spazieren wir. Also, los. Aber es ist ein Privatstrand mit Tor. Ja. Ich habe gerade gesehen, das Boot ist völlig vollgelaufen. Ja, nun, ich meine, wer weiß, wie lange es da schon so regnet. Ui, der schmeißt Steine. Ja, ist ja ein Golem, ne? Das sieht so süß aus, wie die laufen. Echt, mit gesenkten Häubchen. Das sieht sehr süß aus. Trippeln sie da so lang. Naja. Hui, drehen sich einmal und bleiben. Ja, wir haben hier nochmal ein paar Punkte für unseren Fähigkeiten Gedöns gekriegt. Ja, ich meine, unsere Erdfähigkeiten, die haben wir noch gar nicht so gut ausgebaut. Ne? Warum eigentlich nicht? Nee, das stimmt. Ich weiß es nicht. Ja. Aber schau mal, da steht 0. Aber hier wurde mir das eben angezeigt. Ja. Ich wollte mich verarschen. Na gut. Schnell, lauf an Mama Pilz vorbei. Ihr könnt, Mama Pilz? Ja, nee. Ja, die können wir nicht so wirklich. Sonst hätte die da bestimmt wieder so einen Ladebalken. Ping! Und eine riesengrüne Spinne. Ja, das sind ja immer die ganz tollen.
Ach man. Aber die sind echt langsam, ne? Tschupp! Was ist das? Sieht aus, als hätte wie irgendwelche Stinkefürze, irgendwelche fürchterlichen Blähungen. Das könnte sein. Oh, wo kommt die denn jetzt schon wieder her? Das ist ja fies. Ja. Das ist gemein. Okay. Der kann aber nicht gut treffen, dieser Golem. Ich hab nur 30 Gold dabei. Oh, langweilig. Hm. Ich glaube, du musst erstmal aus diesem Gestinke raus. Ja, ich krieg's nicht hin. Ja, die sind aber auch echt fies. Die stinken dich zu Tode. Erst wurdest du gepilzt und jetzt bist du erstunken. Ja. Ja, das vermuten wir auch. Ja. Deshalb, wir probieren es nochmal. Steuerung, die ist sowas von. Also eins kannst du ja sagen, das Spiel baut deine Frustrationstoleranz aus. Nö. Nicht? Du lernst damit umzugehen. Kann man eigentlich einfach an dem vorbeirennen oder kommt er dann hinterher? Man kommt dann hinterher irgendwann. Ich meine, vielleicht auch nicht, aber. Oh, da sind sie wieder. Die sind so süß. Und noch zwei. Wie die trippeln! Nein. Das ist nicht das aber. Ich finde das total niedlich. So, jetzt haben wir wieder da oben. Aber es sind aber keine es Punkte da. Nein. Wen wollt ihr eigentlich verscheißern? Ich sag ja, ausbauen der Frustrationstoleranz. Wir bauen einfach eine Steuerung ein, die mies ist. Ja, die miese Steuerung. Gaukeln ab und zu vor, dass man irgendwas kriegt, was man dann doch nicht hat. Ja, so ungefähr. Ach, schau, die laufen wieder weg. Versuch doch gleich mal an denen vorbeizurennen. Mit dieser Riesenspinne da. Ja, arges vielleicht, Bunch. Vielleicht geht das hier. Der ist gleich hin. Ja. So. Willst du mal versuchen, an der vorbeizurennen? Ja, sicher kann man wahrscheinlich an der vorbeirennen, nur. Ja, ist doch gut. Okay. Ah, sie kommt hinterher. Lauf! Ja, ich hab mir das schon gedacht, dass sie hinterher kommt. Aber die ist ja so langsam. Hm, jetzt scheint sie weg zu sein. Okay. Dann schauen wir nochmal eben, haben wir jetzt hier irgendwas? Jetzt haben wir zwei Punkte. Dann schauen wir doch mal. Argus zerschmettern. Abschluss sieht bei der Fern. Ach, können wir gar nicht machen. Warum denn nicht? Müssen wir erst das nehmen und dann das. Na dann. Ja. Na gut. Okay. Die Schwerter, die waren ja sowieso irgendwie Mangelware. Das ist eine Kiste. Und wir haben ja nur irgendwie dieses komische Flammenschwert, was überhaupt nichts taugt. Das hat man ja am Anfang gekriegt. Und danach nichts weiter. Von daher, obwohl, wir können mal gerade kurz gucken. Was haben wir denn da? Bla bla bla. Ne, das ist nicht so wirklich. Der hier ist. Da ist doch alles grün. Besser, ja. Na gut, dann. Ich glaube, du musst da durchs Wasser. Ach nee, da ist er ja. Da ist er.
Das muss der Golem sein. Ah, Kristalle sammeln. Was, Brecker? Einfallsreiches Mädel. Kein Wunder, dass du dein Lager hier draußen hast. Das Ding kann nicht mehr repariert werden, aber ich kann vermutlich den Kraftstein nutzen. Er ist jedoch aufgebraucht. Wie vorhersehbar. Nichts. Es kommt jemand. Was ist mit dem Turm? Wir können das Haus von hier aus im Auge behalten. Zu nah. Zu riskant. Und wenn wir zu diesem Gasthaus mit den heißen Quellen zurückkehren und morgen zurückkehren? Ihr seid ja von der Idee dieses Gasthauses besessen. Das ist nicht der Moment für ein Bad. Wir müssen sie im Auge behalten. Allmählich wird sie unvorhersehbar. Unvorhersehbar hat noch nicht gesagt. Sie hat der Kanzlerin das halbe Zepter gegeben. Ich weiß nicht, wie wir das berichten sollen. Außerdem wird sie von diesem Arschloch aus dem Infinigen begleitet. Das ganze Ding war von Anfang an eine schreckliche Idee. Was? Ist das ein Golem? Ja, aber er ist kaputt. Seid ihr sicher? Die Technologie dieser blasphemischen Monster kann hässlich sein. Das ist eine verhunzte Gesellschaft voller verwahrloster Biester. Ich weiß nicht. Auf mich wirken sie nicht so monströs. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe viel Zeit in ihren Kerkern verbracht. Und du solltest bedenken, dass sie Temporus verehren, diese Ungläubige. Aber ihre Magier scheinen keinen Gott oder Dämon anzubeten. Und sie sind diejenigen, die diese Golems erschaffen haben. Die Magier sind die schlimmsten von allen. Sie werden vielleicht nicht, verehren vielleicht nicht Temporus. Aber sie ähneln ihm weitaus mehr als seine Kirche. Das sage nicht ich. Das sagen unsere heiligen Schriften. Und wenn dir dein Leben lieb ist, solltest du sie lieber nicht in Frage stellen. Lass uns weitersuchen. Vielleicht können wir eine Höhle oder etwas Ähnliches finden, von wo aus wir das Haus beobachten können. Ein Geheimagent zu sein, stinkt. Ja, die wäre jetzt lieber in einem warmen Bad, hä? Jo. Bei dem Wetter. Naja, haben wir jetzt den Stein haben wir mitgenommen. Den haben wir mitgenommen. Na gut, dann denke ich mal, müssen wir wahrscheinlich auch zurück. Ja, wir müssen ja jetzt zum Haus. Das sieht aber cool aus. Weil da steht doch dieses Ladegerät für den Kraftstein. Ja, genau. Müssen wir den jetzt wieder aufladen? Vielleicht sind ja die zwei Vermummten an der Spinne. Ja, schade. Renn ihn einfach davon, oder? Ich versuch's. Das klappt doch prima. Schüttel dich! Kotzt die Alte wieder ein paar Pilze aus? Nee. Ja, wir sind zu schnell. Na gut, dann müssten wir ja gleich... Ah, da ist der Brot. Und ja, das ist wieder völlig vollgelaufen. Ach, das ist halt zum Kotzen hier. Ey! Aber! Jetzt aber! Das gibt's doch nicht, ey. So. So, wir speichern mal kurz. Ja. Sonst müssen wir gleich wieder gegen Pilze, Spinnen und Golems kämpfen. Richtig. So. Dann rein hier. Was meinst du, woher kamen diese komischen, vermummten Geheimagenten da? Keine Ahnung. Es gibt doch noch hier die Homogenie, oder was? Ja, keine Ahnung. Woher sollen wir das jetzt wissen? Ja, dann würde ich sagen, lädst du erstmal den Kraftstein auf. Ich gucke gerade mal, wo dieses Ladegerät müsste hier sein.
Ja, wo ist denn? Da. Das ist ein Ladegerät für einen Kraftstein. Könnte nützlich sein. Hier ist eine Anmerkung. Nach der Benutzung die Verbindung zum Turm trennen. Passwort AFKDI 9999. Na gut. AFKDI. Sieht aus, als müsste ich zu diesem Turm draußen, wenn dieses Ding funktionieren soll. Na dann. Dann laufen wir raus. Ja, wir haben doch eben schon versucht, zu diesem Turm zu kommen. Ja, ich kann. Vielleicht geht's jetzt. Wir schauen. Ich habe keine Ahnung, wie wir zu diesem Turm kommen. Ja, aber guck mal. Weil hier oben, ja, da kommst du nicht hoch. Nein, da kommst du nicht hoch. Das hatte ich doch eben versucht, da ist doch nichts. Ja, vielleicht geht's ja jetzt. Wir mussten ja erst diesen komischen Kraftstein holen. Ja, aber hier ist nichts. Warte, dann. Hier ist nichts. Ich habe keine Ahnung, wie wir zu dem Turm kommen. Hier laufen wir ja nur wieder zurück, theoretisch. Wenn du jetzt einfach mal hochrennst, dann geht's. Ah! Das bist du. Ah! Fremde! Na, mach das. Was macht ihr da drin? Und Geschäfte natürlich. Habt ihr keine Angst, dass die Spinnen und andere Dinge euch holen werden? Nein, nicht wirklich. Ich habe mein spezielles Schutzmittel. Funktioniert fast immer. Ich habe sogar einmal eine Woche in einem Zombie-Dorf verbracht und keiner hat sich mir genähert. Das klingt nützlich. Dürfte ich was davon kaufen? Nein. Warum nicht? Ich würde gutes Geld bezahlen, um mir all diese Arschlöcher vom Leib zu halten. Nur ein kleiner Trank. Es ist klein. Es ist kein Zaubertrank. Es ist eher wie ein Ritual. Nur was für ein Ritual. Nun, zuerst besorgt ihr euch einen großen schwarzen Mantel. Aha. Und dann tragt ihr ihn 20 Jahre lang, ohne ihn zu waschen. Es überrascht mich, dass ihr es nicht früher gerochen habt. Ich dachte, das wären eure Trankreagenzien. Genug jetzt. Zum Geschäft, Fremder. Arges. Wie auch immer. Okay. Können wir dem was verkaufen? Ich denke mal, wir können hier unseren Driss wieder. Ich werde dieses komische Schwert vor allen Dingen jetzt mal verkaufen. Das benutzen wir sowieso nicht. Das verkaufen. Wollen wir eigentlich mal ein bisschen sparen, dass wir uns mal hier so eine coole 2000 Taler Rüstung kaufen können? Also ich glaube nicht, dass die Rüstung wirklich, wie viel Altrank haben wir noch? Ja, wir können mal 2-3 Stück können wir mal kaufen. Ja, dann haben wir wieder mal ein paar Heiltränke. Ja, was ist denn mit den Rüstungen da oben? Ja, die sind nicht so viel besser, ne? Mhm. Also, wir haben nur noch 900 Sarkasmus. Oh, unser Sarkasmus schwindet dahin. Unser Sarkasmus schwindet dahin. Verdammt! Naja. Ja. Egal.
auf jeden Fall, nö, sonst. Sonst, Ja, dann lass uns weiter. Der stinkt sowieso zum Himmel. So, nö, dann lassen wir das auch. Tschüss. Nein, oh Mann, 20 Jahre nicht gewaschen. Boah, muss der stehen. Ja, das muss übel sein. Aber ich glaube nicht, dass wir hier zu dem Turm kommen, oder? Mal gucken. Da ist er. Dieses Gebäude gehört dem Empfindigen. Also verschwinde, wenn du herumschnüffelst, machen wir einen Frosch aus dir. Ah, Brecker. Wir haben immer so viel Spaß dabei gehabt, wenn wir das einfache Volk mit unmöglichen Flüchen erschreckt haben. Hier ist ein Schutzsiegel. Ich brauche ein Passwort, um die Tür zu öffnen. Okay, ach ja, hier. Das ist aber AFKDI. Und dann egal. Wie soll ich das denn aussprechen? AFKDI 9999. AFKDI 9999. Gott verdammt! AFKDI 9! Nein! Bla 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 bla! AFKDI 999! Ah! Endlich! Ha, verfluchte Mechanomagier und ihre Passwörter. Zu cool für ein beschissenes Abracadabra? Okay. So. Mal sehen, es muss eine Möglichkeit geben, die Energieverbindung wiederherzustellen. Ah, das sollte funktionieren. Der Turm ist aufgeladen. Oh. Uiuiuiui. Jetzt sollten wir. Oh. Verschwinde! Na gut. Hoffentlich war's das. Wir sind von da gekommen, oder? Ja. Hoffentlich war's das. Ja, jetzt geh runter. Er ist noch etwas verwirrt von dem Blitzstrahl, der ihn gerade getroffen hat. Auch. Etwas leicht angebrutzelt. Die grüne Spinne lassen wir jetzt einfach mal rechts liegen. Ach, verpisst euch doch, Mann. Ich hab Wichtiges zu tun. Ja. Was ist denn das jetzt immer? Das ist wahrscheinlich dieser neue Move, den wir da hinzugefügt haben. Mann, wir werden immer besser. Ja, nur langsam. Jetzt müsste Alana uns doch eigentlich langsam mal richtig sexy finden, ups, oder? Wir laufen wieder. Ja, keine Ahnung. Ja, wir speichern jetzt nochmal. Ja. So, komm her. Auf jeden Fall habe ich gesehen, die Verbindung zum Haus ist jetzt hergestellt. Da kommen rote Blitze an. Ja. Na gut. Ja, stimmt. Aber das Aufladen oder was auch immer wir mit dem Kraftstein jetzt machen müssen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Ja. Hoffentlich habt ihr Spaß gehabt und ja, schaut doch mal wieder rein. Ja, wir würden uns freuen. Bis dann. Ciao. Tschüss.